Halli, hallo, hallöchen, meine Freunde. Ich bin's, euer Darian LP. Und ich begrüße euch mal wieder zu Minecraft. Ja, das hier wird ein neues Solo-Projekt von mir. Und es soll den Namen tragen Endless Minecraft. Warum Endless? Ein ganz einfacher Grundgedanke steckt dahinter. Ich möchte mit euch stinknormales... Oh, guck mal, eine Schildkröte. Ich möchte mit euch gerne stinknormales Survival spielen hier in Minecraft. Allerdings nicht mit dem Ziel, den Enderdrachen zu erledigen, ins End zu marschieren und fertig, aus, Schluss, vorbei. Sondern ich möchte mit euch spielen, spielen, spielen. Einfach immer weiter. Immer bauen, irgendwas gestalten, irgendwas unternehmen, ja, was uns so einfällt. Und das Ganze soll, ja, nach Möglichkeit niemals enden. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Es würde mich echt interessieren, ob ihr auf sowas Bock hättet. Was eine kleine Besonderheit ist in diesem Projekt, ich habe das Ressourcenpaket Luna HD installiert. Und wie ihr sehen könnt, das schaut alles hier ja ein bisschen schicker aus. Es ist halt mehr 3D, es ist ein bisschen realistischer alles gestaltet. Und ich finde das eigentlich ziemlich schön. Das ist echt schick geworden. Das Problem an diesem Ressourcenpaket ist, es ist sehr, sehr speicherlastig für meine Grafikkarte. Und ich hoffe, wir können das Ganze hier dauerhaft spielen, ohne dass es zu größeren Lecks kommt. Aber ja, wie gesagt, das würde ich gerne einfach mit euch ausprobieren. Denn das Ressourcenpaket an sich, ich finde es echt schön. Mir gefällt das so, so, so gut. Und ja, auch hier, wenn ihr möchtet, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ressourcenpaket so findet. Und ja, ich bin da auf eure Meinung auf jeden Fall gespannt. Und ich denke, wir haben hier auch ein recht schönes Eckchen, in dem wir dann, ja, ich würde sagen, hier bleiben wir auch. Hier starten wir direkt. Wir haben das Meer vor unserer Nase. Wir haben, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, das ist da drüben, das ist Mesa, ne? Ja, wir haben Mesa-Biom. Super genial. Und wir haben da drüben ein Dorf. Das schaut zwar ein bisschen komisch aus, ein bisschen zerrissen, aber immerhin ein Dorf. So, das heißt, wir starten hier durch. Somit brauchen wir erstmal ein kleines Bäumchen für... Ui, was ist denn hier? Okay, da geht's runter. Da geht's runter. Genau, wir brauchen ein Bäumchen für Holz und dann, schauen wir mal weiter. Wir haben auf jeden Fall Schäfchen hier, das ist sehr, sehr gut. So, dann kloppen wir erst einmal mit unserer göttlichen Superfaust diesen Baum hier klein. Was ich auch machen möchte, wenn wir jetzt schon hier gerade dabei sind, ich würde gerne mal schauen, dass ich mit weniger Cuts auskomme. Also ich möchte weniger rausschneiden aus den Videos. Dafür könnten sie dann allerdings auch ein bisschen länger werden. Vielleicht auch ein bisschen viel länger, ich weiß es nicht. Ich würde aber gerne euch so ziemlich auf fast alles mitnehmen, was ich hier so mache. Das heißt, auch die Ressourcenbeschaffung würde da dazugehören. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das wirklich machen soll. Da bin ich mir echt noch nicht so ganz sicher, Leute. So, wir haben eine Werkbank, die stellen wir uns dann mal... Oh, cool. Geh mal weg da. Das schaut genial aus. Oh, das finde ich richtig geil. Wow.
Ja, das gefällt mir wirklich. So, wir brauchen aber. Moment, was brauchen wir? Soll ich mir wirklich eine Axt machen? Bin gerade überlegen, aber eine Axt bräuchte ich ja eigentlich nicht, ne? Da wäre vielleicht eine Spitzhacke fast schlauer. Denn wir wollen ja eigentlich schnellstmöglich an Stein ran. Das heißt, wir machen uns eine Spitzhacke. Dich nehme ich mit. So, und dann gucke ich mal eben, wo ich jetzt Stein finde. Das war hier drüben. Das war hier drüben irgendwo. Hallo Schäfchen. Ja, also an den Tieren hat sich nichts getan, wie man sehen kann. Ist jetzt. Oh, da haben wir. Ich nehme mal an Kupfer. Nee, also an den Tieren ist nichts gemacht worden. Es scheint sich hier wirklich auf ja, die Umgebung zu beschränken. Was jetzt aber nicht so schlimm ist. Denn die Tiere stören mich eigentlich gar nicht weiter. Ich finde die Tiere schön, so wie sie sind. Zumindest die meisten. Da unten ist Stein. Also ich hoffe zumindest, dass hier Stein ist. Yay! Gut. Dann haben wir hier Stein. Das ist toll. Jetzt wäre natürlich gut, wenn wir noch irgendwo Kohle hätten. Aber ich würde sagen, ich klopp mich hier rein. Dann machen wir hier unsere Notunterkunft für die ersten Tage. Ja, man sollte nicht kloppen und. Was ist das? Das ist Kies. Ah, okay. Ja, man sollte nicht kloppen und nebenbei hier aufs Aufnahmeprogramm schauen. Da kommt nichts Gutes bei rum. So. Aber Kohle habe ich wirklich keine hier. Ne? Das ist. Schade, schade. Ah, dafür haben wir aber schon. Weizenkörner. So, jetzt mal eben gucken. Kriege ich vielleicht doch irgendwo auf die Schnelle wenigstens ein bisschen Kohle her? Schaut hier jetzt gerade nicht so aus. Und die Sonne geht auch schon unter. Hier vielleicht irgendwo. Irgendwas. Irgendwie. Nee. Na gut, bevor es jetzt aber ganz dunkel wird, gehe ich wieder hier rüber. So, und dann. Oh, der Bruchstein schaut aber auch richtig genial aus, ne? So, dann aufgepasst. Zack. Dann, Moment. Dann machen wir das nämlich so. Oh, das ist ja mal, das ist ja richtig cool. Oh, ich mag's total, ehrlich. Ich liebe das Ressourcenpaket schon. Ich hoffe, es macht uns keine größeren Schwierigkeiten. So. Hier drin kann ich ja im Grunde tun und lassen, was ich will. Wir könnten uns aber gleich mal. Hier eine Steinspitzhacke machen.
Oh, ist aber schon, es ist schon ordentlich dunkel, ne? Wenn ich hier drin am Werkeln bin, seht ihr überhaupt nichts. Sehe ich ja schon kaum was. Aber oh, könnt ihr das hier sehen? Ja, ich glaube schon. Hier ist Kohle. Da ist Kohle. Oh, da ist noch mehr Kohle. Ja, das wollte ich haben. Kohle wollte ich haben. Ja, komm, gib's mir. Oh, und wie viel gleich? Super. Dann können wir uns nämlich ein bisschen Licht beschaffen. So. Ups. Ja, machen wir mal ein bisschen Licht hier. Ui. Ui, das leuchtet aber gescheit über, also überstrahlt ordentlich. Das ist jetzt natürlich nicht so schön, ne? Okay. Gut, ich hole mir trotzdem noch eben die restliche Kohle da oben. Oh, ich finde das voll schön mit diesen Strukturen hier. Wenn ihr Interesse an dem Ressourcenpack habt, ja, an dem Ressourcenpaket, man sollte wirklich nicht immer Englisch mit Deutsch mischen, das ist nicht schön. Ja, wenn ihr Interesse daran habt, ich werde es euch mal in der Beschreibung verlinken. Und dann, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das ja dann auch besorgen. So. Wie schaut es denn aus da draußen? Na gut. Dann machen wir uns noch. Ich baue noch mal ein paar Stöcke. Und dann mache ich mir ein Schwert. Das packe ich mal da oben rein. Das, ne, packe ich auch da oben rein. Das brauche ich aktuell auch nicht. So. Jo, ich habe halt nichts zu essen, ne? Sonst würde ich sagen, trauen wir uns vielleicht schon raus, aber ohne Mampf kein Kampf. Wir buddeln lieber noch ein bisschen. Vielleicht findet man ja noch was Schönes. Mal gucken, mal gucken. Ich glaube, unsere Notunterkunft wird unser zukünftiges Abbaugebiet. So, dann, genau, was ich noch machen kann, ist eine Schaufel. Weil mit der können wir das hier wegmachen. Und jawohl. Schaut jetzt vielleicht ein bisschen dämlich aus. Ah, ich fülle das hier mal wieder auf. Oh, ich finde die Strukturen echt so genial. Ich finde die irgendwie schöner als die Originalen. Aber Geschmäcker sind verschieden. Da können sich ganz schnell die Geister scheiden. Deswegen, wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr dieses Ressourcenpaket findet. So, wir gehen weiter in die Tiefe. Aber jetzt nicht die ganze Zeit vier breit, sondern hier machen wir dann noch. Noch zwei, das genügt uns auf jeden Fall.
Ja, und es tut mir leid, Freunde, dass ihr jetzt so lange auf neue Minecraft-Folgen verzichten musstet. Aber es ist im Moment echt ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt eine Zeit lang kein Minecraft spielen können, jedenfalls nicht richtig, weil ich krank bin. Also ich habe eine Verletzung in meiner Schulter. Und mit der war es echt anstrengend, Minecraft zu spielen. Und, ui, was ist das? Ist das Diorit oder was ist das? Nein, das ist Eisen. Ja, oh, cool. Genau. Und dazu kommt halt auch noch, dass ich hier zuletzt Projekte mit Lady Fantasia zusammenlaufen hatte, die ich auch gerne weitermachen würde. Oh, da ist Wasser. Okay. Da ist Wasser. Ja. Ach, ich sehe aber auch nichts. Ach, wir sind hier schon. Okay, wir sind ja wahrscheinlich jetzt schon im Ozean drin, deswegen. Okay, ja, alles klar. Ja, gut, dann war's das hier. Es ist immer noch Nacht draußen. Genau, die würde ich gerne auch wirklich weiterführen, also wirklich gerne weiterführen. Aber wir finden im Moment nicht so wirklich zusammen. Das ist zeitlich im Moment ein bisschen schwierig für uns beide. Und deswegen gab es da jetzt in der letzten Zeit so herzlich wenig. Ich gelobe aber Besserung. Zumindest mit diesem Projekt hier möchte ich euch da ein bisschen entgegenkommen. Und natürlich hoffe ich, dass ihr das auch entsprechend annehmt. Und ich hoffe natürlich auch Spaß dran habt. So, wir brauchen noch mal eine Spitzhacke. Ich habe schon wieder einen Haufen Bruchstein mit mir in meinem Inventar. Wahnsinn. So. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Vielleicht mal zwischendurch eine Fackel setzen. Ich vergesse das ja immer so gerne. Bin halt hier ziemlich weit oben, deswegen macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn, hier jetzt groß Street zu meinen. Ha, ja. Wir müssen eigentlich viel, viel weiter runter. Schauen wir mal, ob wir runterkommen, ohne dass wir wieder im Ozean landen. Ah, ich brauch noch ein bisschen mehr Licht. So. Dann gehen wir hier weiter. Ah. Klopft schon wieder Steine raus, die ich gar nicht brauche. Oh, was ist das da jetzt hier? Das ist Diorit. Okay. Okay, alles klar. Okay, gut. Das ist in Ordnung. So. Noch eine Fackel setzen. Ah, okay, und dann wird das hier wahrscheinlich Ding sein. Erde. Wieso kann ich die Erde hier so locker flockig mit der Spitzhacke raushauen? Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber bei der normalen Erde, da klopfst du dich ja halb tot.
So. Ich mache vorsichtshalber mal nochmal eine Fackel. Da haben wir jetzt wieder Kupfer. So, ich setze jetzt hier nochmal eine Fackel her und dann schaue ich mal ganz kurz, wie es jetzt da oben eigentlich ausschaut mit Tageslicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Denn wir müssen uns auf jeden Fall um was zu essen kümmern. Und Holz brauche ich noch. So, und Essen machen wir natürlich standardmäßig als erstes mal hier Gras wegpflügen. 5 Weizenkörner. Moment, Moment. Ich habe doch... Hab zwar nur 3 Eisen, aber das ist ja egal. Das ist ja mal vollkommen egal. So. Weil dann mache ich mir eine Schere und dann kann ich mir nämlich Wolle besorgen. Und mit der Wolle machen wir dann schon mal unser erstes Bett fertig. Und ich gucke jetzt gerade mal, ob es hier Fische gibt. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, 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 Fischi. Na? Wow. Unser Tümpel ist nicht tief genug. Ah, wie schaut's denn hier aus? Ui. Ui, 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 ui. Was ist das denn? Was ist das? Keramik. Ich werde nicht mehr. Schick. Ne? Sieht jetzt zwar nicht unbedingt aus wie Keramik, sondern weiß ich nicht. Oh, da haben wir dann blaue Keramik. Keine Ahnung. Aber. Autsch, ja, ich habe keine Luft mehr. Ah. Verflixt und zugenäht. Das ist jetzt natürlich richtig blöd gewesen. Oh, ich habe einen Hasen erwischt. Das ist gut, den kann ich mir dann gleich mal brutzeln. Ah, gibt's Schmackofatz. Schweini, es tut mir leid, ich mache das echt nicht gerne, aber ich brauche Schmackofatz. Und nachdem ich gerade so viel Herzen verloren habe, ist Fleisch das Beste, was mir passieren kann. Da hinten war ich, ne? Ja. Ich fange schon wieder an, mich zu verlaufen. Ich fange schon wieder an, mich zu verlaufen. So, dann habe ich die Eisen, dann... einmal das, dann mache ich mir jetzt... einmal eine Schere. Und ich glaube, ich mache mir
Nichts, weil ich habe kein Holz. Doch, ich habe noch ein bisschen Holz. Ich glaube, ich mache mir jetzt doch mal eine Axt. Weil mit der Axt geht es einfach schneller. So, nee, ich muss erst einmal was essen. Ist jetzt nicht die Welt, aber besser als nichts. So, jawohl. Gut. Dann nehme ich dich hier drüben mit. Na. Ja. So, sehr schön. Gut, dann haben wir hier noch mehr Holz. Dich brauche ich auch. Haben wir 19 Stämme, 9, ja, da geht schon noch wegen was. Da geht schon noch wegen was. Ich brauche aber eigentlich viel, viel dringender gerade die Schafe. Wo waren denn die? Die Mus und die Mäs. Ja, Mus haben wir noch gar keine gesehen, aber die Mäs. Wo sind die denn? Mäh? Es wird auch schon wieder dunkel, Mensch. Dann könnte ich wenigstens die Nacht überspringen. Mäh. Das gibt's doch nicht. Hier waren doch vorhin Schafe. Bin ich denn so doof? Da ist Schweini. Da ist mein kleiner Edgar. Da auch, oh, noch ein Edgar. Noch mehr Edgars. Viele kleine Edgars. Na toll. Hoppala. Ja, gut, es nutzt mir nichts. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Ach Mann. Wo waren denn diese blöden Schafe, hey? Wo waren diese blöden, blöden Schafe? Ich mache mir da jetzt schnell. Ja. So. Ui. Ist aber auch schick. Aber der schaut doof aus. Das mag ich nicht. So schaut es schon besser aus. So. Na gut, dann mache ich mir aber auch gleich mal nichts, weil nicht genug Holz. So.
Dann mache ich noch mal eine Truhe. Und entrümpel gleich mal ein bisschen hier. Diorit lassen wir mal da. Die Erde lasse ich auch da. Den Kies lasse ich da. Das Eisen lasse ich auch hier. Die kann ich verfeuern. So. Das nehme ich mal hier so mit. Das lasse ich jetzt auch mal da. Feuerstein kann ich eigentlich da lassen. Die lasse ich mal einstecken. So. Ja. Dann mache ich mir noch eine Spitzhacke. Weil die ist schon wieder fast putt. So. Ah, und dann kann ich gleich nochmal eine Kleinigkeit futtern hier. Ja, meine Freunde, aber ich würde sagen, für diese Episode soll es das dann doch gewesen sein. Wir haben leider kein Bett geschafft, aber die Schafe, die können uns ja nicht ewig aus dem Weg gehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Gerne kostenlos meinen Kanal abonniert. Mir einen netten Kommentar hinterlasst und natürlich, wenn ich euch im nächsten Video wiedersehe. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif, bleibt mir treu und ciao, ciao.